Und da bin ich wieder. Welcome to my Let's Play of Mindthirst. Yay! So, we are going to the top of the mountain, of the mine, and then we are going straight to home. Where I need to go? I don't know. No. Fuck. Okay, I grab this and this. So. Okay. Yeah, this is the right way. Thanks. Oh, my pickaxe is nearly broken. But it's okay. So here's the other. Thanks. Yes. Okay. Pickaxe is broken, and we go home. Nice. Hallo? Okay. No. Very... Ach! Here. Very nice. So? Okay. It's a very complex way. Oh. Ah. Okay. So, genug Englisch gequatscht. Genug Leute verwirrt. Ja. Wo geht unser Weg lang? Die Höhle ist schon so komplex, wir finden die schon nicht mehr raus. Aber hier sieht es aus wie hausgemacht oder handgemacht. Also sollte das unterwegs sein. Ja, genau, jetzt sind wir an dem ersten großen Abgrund, Schlucht, Dings nach unten. Gehst du mal gucken, wie es jetzt von oben aussieht? Och nö. Also ist ja, er ist eben. Wir haben gerade mal das Stückchen hier geschafft und da unten geht es garantiert noch mindestens genauso weit runter. Das wird eine ganz schöne Kacke werden. Wie kommen wir hier hoch? Am besten gar nicht. Da. Ja, dann haben wir auf jeden Fall erstmal schön viele Ressourcen gefunden. Hä? Okay, hier ist kein Weg nach oben. Dann baue ich mir einfach mal ein. So. Jetzt mussten wir. Wo mussten wir da lang? Die genau dort da unten. Das war das Ding, was wir gefunden haben, aber hier gibt es keinen Weg rauf, weil das alles zu flach ist da hinten. Habe ich jetzt auch keinen Bock zu gucken. Vor allem kommen wir dann hier gleich in die, an der Stelle raus, wo wir wieder am Strand sind und können uns dann am Strand relativ gut nach Hause navigieren. Dann wissen wir also gleich, wo wir lang müssen. Und kommen nicht irgendwo in der Walachei raus, wo wir dann erstmal wieder gucken müssen, hä? Wo geht's jetzt weiter? Tja, markieren muss ich das hier eigentlich gar nicht, weil man sieht es ja eigentlich einfach, wenn man hier am Strand langläuft, dann sieht man es ja. Von daher. Ich denke mal, markieren ist unnötig. So. Ab nach Hause. Gehen wir ein paar Äpfel essen hier. Mal schön X86er kaputt machen. Oh. 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 Na komm. Na komm. Na komm. Bisschen Frühsport am Abend. Tut immer gut. So. Yay. Du.
Da ist unser Haus. Yay. Wir sind zu Hause, Mami. Ah, sehr schön. Unser Feld ist gewachsen. Sehr gut. Nice. Nice. Gut, ein bisschen warte ich noch, damit wirklich alles gewachsen ist. Und dann können wir es dann bald ernten. Ich räume so lange schon mal meine Sachen weg. Und zwar gleich smart mit Stil. Das heißt also, wir bauen gleich mal unsere ersten Carpentern, setzen die oben in den Dachboden hin. Da kann ich nämlich die ganzen Sachen, so wie die ganzen Erze und sowas, gleich da reinballern. Gut. Also, Carpentern. Die gehen wie folgt. Erst brauchen wir Kisten. Ja? Alles fängt immer mit Kisten an. Das ist ganz klar. So, 12 Kisten, sehr schön. Haben wir gleich einen Award bekommen. Schatzmeister, na klaro. Du bist mir auch ein Schatz, du. Ja. Wow, wie teilt der das denn auf hier? Hallo? Danke. Oh, schon. Fuck. Na nun, haben wir keine Baumstämme mitgenommen? Haben wir nicht. Haben wir. Ah, ne, haben wir nicht. Wisst ihr, Holzfällen müssen wir auch noch. Eisen haben wir jetzt, können wir uns eine schöne, beziehungsweise ich mache eine Bronze-Axt. Und dann können wir erstmal schön hier ein paar Bäume fällen. Mache ich am besten jetzt gleich. Ja, mache ich am besten gleich. So, Bronze-Axt. Das ist easy, das ist no problemo. Daran. Dank der neuen Woodcutting-Mod geht es ja auch relativ schnell. Erstmal jetzt einen Plünder hier reinschmeißen, den wir nicht brauchen. Wow! Ich hätte gerade aus Versehen die Onne mit reingeschmissen. Dachte schon so, kack, habe ich drauf geklickt. Aber rein zufällig hat er genau bei dem den Klick nicht angenommen, weil ich etwas zu weit links war. So etwas nennt man extrem Glück im Unglück. Ja, ich sehe es schon wieder. Aber eben, diesmal war es halt genau das Richtige, was hier geblieben ist. Okay. Axt haben wir. Dann klären wir uns mal ein paar Bäume. So. Das Haus am besten auch noch abbauen. Das Schlimme ist, es würde funktionieren. Wenn ich jetzt das Ding hier abbauen würde und dabei die Umschalttaste gedrückt halte, dann würde er die gesamte Baumstruktur hier komplett einmal drumherum abbauen. Wäre lustig. Problem ist, dann müsste was danach wieder aufbauen. Doch, war ich keinen Bock. Und einfach nur um es mal zu zeigen, ist mir das dann doch ein bisschen zu viel Aufwand. So, wir klauen einfach mal hier die ganzen Bäume. Können wir den danach wieder hinzüchten. Also wachsen lassen. Ja, ich hätte das eigentlich nur einen wegkarten müssen, ist mir aber auch egal. Ah, schon 24 Bäume in der Warteschlange. Oder 24 Holzblöcke. Oh, ist er mehr? Ist er mehr? Sehr schön. So etwas nennt man effizientes Abholzen. Auch wenn wir dabei immer die ganze Zeit die Schleichtaste gedrückt halten müssen, aber gut. Ich meine, kann man ja mal machen. Ist auch noch ein Baum, der mit ab kann. Das reicht dann wahrscheinlich auch erstmal. Okay, gut. Dann gucken wir mal. 33 Bäume bereits, also Baumblöcke. Ah, okay, langsam wird es weniger. Gut, hat also soweit alles. Sehr schön, na dann. Mal gucken. Blätter. Haben wir danach definitiv mehr als genug. Gut, und während er hier abbaut, kann ich jetzt schon mal hier, jetzt habe ich die anderen Kisten in der Schublade noch, ne? Scheiße. Danke. Schnell wieder in den Bereich reingehen, damit ihr den auch ja nicht als unaktiv markiert. So, jetzt haben wir die Kisten, jetzt haben wir noch ein bisschen Holz.
1, 2, 3, 1, 2, 3, bam, bam, bam. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Na, komm hier. So, haben wir schon mal 12 Kisten. Und dann würde ich gerne noch ein paar einzelne machen. Das heißt so. Ja, nee, sollte schon eine gerade Zahl sein, ne? Also, wir wollen ja hier jetzt nicht irgendwie anfangen, hier irgendwie kleinlich zu sein. Badam. Das heißt, wir brauchen noch eine. Wisst ihr was? Komm, wir machen nochmal 8 draus, dann haben wir 12, 12. Das passt dann. So, das packe ich einmal so, so. Scheiße, reicht nicht aus. Schade eigentlich. Jetzt brauchen 12. Das mal 6 und 72. Also 72 Holz. Naja, war jetzt ein bisschen zu viel. Man möge mir verzeihen. Bam. Und das jetzt in die Mitte. Und schon haben wir 12 wunderschöne, ja, Kisten. 12 Vierer und 12 Einer. Das kann man dann optisch schön anlegen. Dann passt das auch. So, haben wir Samen bekommen. Ja klar, haben wir Samen bekommen. Dann pflanze ich die alle wieder ein. Oh, nachhaltige, Gott, wie heißt das? Nachhaltige Waldwirtschaft, keine Ahnung. Nachhaltige Forstung? Nee. Nachhaltige Försterei. Nee, Quatsch. Försterei ist ja der Betrieb. Ja, keine Ahnung, wie das heißt. Nee, hier lieber nicht. Ich bin zu nah am Haus. Die spudel ich mal auch zu. Hab kein Holz dabei. Ach komm. Dann da. So. Sollte erstmal reichen. Gut. Ja, schön. Okay. Was ist hier passiert? Ach so, weil es so nah an dem Holz dran war. Der ist natürlich so. Gut, Carpeten. Wo kommen die hin? Was für eine Frage? Natürlich hier rum. So, ich packe die erstmal hier hin. Und zwar 8 Stück so, die anderen 8 da drüber. Jetzt haben wir nochmal 4, um die irgendwo anders hin zu klatschen. Hier sind nur 3 breit. Das ist natürlich armselig. Wisst ihr was? Pack ich hier. 1, 2, 3, 4. Nein, das war. Ach, weg da mit dir. Oh. Und du bist da drüber. Perfekt. So, haben wir 12 Stück. Easy pop easy. Nice wieder easy. Ach, wisst ihr was hier kommt, ey, bevor ich mir noch ein Hemd mache. Mache ich noch mal 4 weitere rein, das heißt, ich brauche 5 Kisten pro Stück, also 20 Kisten. Das sind also, ja, ne, so 160 Holz, kann man ja mal machen. Das brauche ich jetzt noch, das ist schon viel zu viel. Egal, Holz kann man immer mal gebrauchen. So, was habe ich gesagt? 20 Kisten, 20 Kisten. Ach, das war natürlich wieder super intelligent hier von mir, Dankeschön. Der Rest kommt weg. So, hiervon kommen jetzt 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und das reicht ganz genau, gerade so. Ist so, brauchen wir also sowieso noch Holz. Hab ich vergessen. Ja, ich kann bei meinen Berechnungen auch mal was vergessen, ja? Man möge mir verzeihen. Ach so, man kommt ja hiervon 4 Stück. Hä? Da brauchen wir doch auch. Die brauchen wir nicht. Was habe ich getan? Das war dumm. Okay. Ich habe komplett verkackt. Lass mich einfach in Ruhe. Nicht so wenig. Wir brauchen 4 Stück. 4 mal 6 sind 24. Brauche ich also noch ein bisschen was. So. Okay.
So. Aber 12 Kisten als Vorrat. Vielleicht können wir die später nochmal für irgendwas gebrauchen, man weiß ja nie. So, dann haben wir hier auf beiden Seiten 12 Kisten, was sollte denn passen? Easy. Okay, die Blätter kommen gleich mal hier rein, weil von denen werden wir eine ganze Menge bekommen. Hol ich gleich mal die ganzen anderen Kleiderradatsch von hier unten. Ach, siehst du? Unser Feld. Ja, doch, mache ich jetzt gleich. Können wir das nämlich auch gleich oben mit einlagern. Feld Nummer 1 ausgewählt. Was war das denn gerade? Hallo? Das Feld wurde gehackt. Ich glaube das nicht. Ernsthaft jetzt? Einer? Ernsthaft jetzt? Ich bringe mich so hart um. Ich bringe mich so hart um. Was? Oh. Naja, beim Abbauen von Sachen oder beim Aufbauen verbraucht man relativ viel Nahrung. Das unterschätzt man sehr schnell. So. Sehr schön, da haben wir schon mal ein ganzes Beet voller Wolle. Passt doch. So, können wir uns gleich den nächsten Rucksack bauen, wobei dafür tut es noch nicht reichen. Doch, reicht. Ja, Postblitze verrückter. Gibt es 22? Ja. Halt. Doch, genau, 24. Ha, passt perfekt. Das passt ja so perfekt. Man könnte denken, ich habe gescheatet. Boom, Headshot, Kill. Ach man, ey, ist ja gut jetzt. Ah, danke. So, jetzt, Achtung, aufpassen, ne? Muss man aufpassen. Hier habe ich noch, hä? Habe ich nicht. Achso, das ist schon die ganze Wolle. Nice. So. Passt aber nicht. Moment mal. Hä? Habe ich hier so eine Donner drauf Wolle drin gelassen? Ey, nö, jetzt fehlt genau eine Wolle. Ernsthaft? Ja, tatsächlich. Wir hatten alles im Inventar, aber uns fehlt genau eine Wolle. Ist ja wieder behindert. Oh Gott. Och nö. Okay, komm, dann machen wir uns erstmal halt zwei mittelständische Unternehmen quasi hier. Ich bin bescheuert, passt doch alles. Ich habe gerade immer zweimal gerechnet, statt nur einmal. Eben, wir brauchen ja nicht sechsmal, sondern nur dreimal. Weil eben, wir haben zwei Zwischenfusionen und dann aus den beiden wird dann wieder eine Hauptfusion. Heißt also, wir haben insgesamt drei Fusionen und nicht sechs. Alles gut. Ich brauche einfach nur Urlaub. Ich brauche hart Urlaub. Okay, gut. Ja, jetzt heißt es hier. So, erstmal gerade Ratsch. Erstmal so alles wegräumen, was irgendwie nicht gut tut.
Halt, war da noch Laub drinne? Ja, da war noch Laub drinne. Scheiße. Bullshit. Ist sowieso hier gerade schön eine Ordnung bei mir. Wie soll ich die Sachen so bitte schön effizient hier reinräumen? Ist doch egal. So, okay. Aber doch geschafft. So, ganze Stein nach oben. Hallo? Dankeschön. Sehr schön. 38% voll. Passt. Okay, gehen wir mal nach unten. Schmeiß wieder alles voll hier. Da. So, bei denen mache ich jetzt Folgendes. Hier nehme ich. Ach so, sind immer drei, ne? Hey, nee. Oder waren es vier? Ach, waren immer vier. Okay. Und die hier, ganz ehrlich. Sowas ist mir völlig egal. Ja, aber natürlich auch nur drei. Ach Gott. Bei gebrannten Steinen ist es mir aber echt zu schade wegzuwerfen. Na gut, die Gebrannten lasse ich erstmal. So, die Kohle könnten wir jetzt gleich hier reinpacken. Immer so, hier 20, beziehungsweise machen wir 30 draus. Und ja, hier 30, 1, 2, 3. Ach Quatsch, nee, komm. Schwachsinn, lassen wir. Dort lassen wir mal lieber. Okay, so. Kohle kommt da rein. Eisen direkt daneben, dann nehmen wir Kupfer und Zinn. Und mehr haben wir erstmal gar nicht. Ne, haben wir nicht. Gut, Eisen kommt natürlich unter Eisen. Das wird make sense. Achso, gut. Also schon erstmal ganz Blätter hier. So, Sand. Easy. Was kommt als nächstes? Ach, wir haben ja noch ein bisschen Dessert-Sand. Baumstämme. Ja, Baumstämme werden wir auch eine große Kiste benutzen. Von dem hier brauchen wir keine große Kiste. Erstmal gucken, was wir überhaupt alles haben. Achso, gut, also Dirt kann auf jeden Fall hier rein. Das ist ganz klar. Dessert. Ach, ist nochmal eine dritte Art. Ach du Kacke. Ach, ja. Gut, okay, dann machen wir es anders. Dann machen wir Sand hier auch hier oben rein. Hier sind Mineralien. Ich mache mal Sand hier rein. So, kommst du auch raus. Bam. Für Sand sollte so viel eigentlich reichen. Da haben wir nicht so viel. Wüstenpflasterstein. Bekommen wir eigentlich auch nur aus der Wüste. Von daher passt es thematisch durchaus zu Sand. Also wieder anders. Dann kommst du raus. Du raus. Du raus. Und da oben kommt Pflasterstein hin. Passt. So, haben wir thematisch ein Feld, alles was mit Wüste zu tun hat oder alles was wir aus der Wüste bekommen. So, und daneben alles was wir als Beiprodukte aus Minen bekommen. Das heißt also, ja, eigentlich nur die beide. Erstmal, restlich meine Fächer bleiben also frei. So, dann kommt ihr. Du, der kommt dann unten wieder in die Kiste rein, genauso wie das Zeug hier. Das brauchen wir hier oben gar nicht. So, Holzprodukte. Und A. Bap, ouch, habe ich verletzt. Brauche einen Arzt. Lalalalalala. Ach komm, ich werde jetzt mal alle hier rein. Lalalala. So. Ach, fuck auf hier. Komm her. Das muss schneller gehen. Achso, na gut, okay. Werkzeuge und so kann ich gleich unten lassen. Die können wir eh nicht in die Dringer reinpacken. Also alles, was ich abnutzt quasi.
Beziehungsweise genauer alles das, was man nicht stacken kann. Es gibt ja richtig meistens Attribute mit stackbar oder nicht, und alles, was nicht stackbar ist, können wir auch nicht in die Dorfer reinpacken. Soweit ich tun kann, gedenken. Wir laufen nochmal übers Feld drüber, damit dieser Active Block Manager auch, Active Block Modifier auch definitiv hier aktiv wird. Dann gedenke ich nämlich, dass es schneller wächst. Wenn der Active Block Modifier holt zwar auch bestimmte Sachen nach, das heißt also, normalerweise ist es so, wenn man in einem Block drin ist, dann wächst alles in dem Block drin. Und wenn man weg ist, wächst nichts. Der Vorteil ist aber, wenn man in einem, oder anders also gesagt, wenn ein Block existiert, wo keiner aktiv drin ist, der ist ja irgendwo gespeichert, wenn dann aber in den Block einer reinkommt, dann wird der Block wieder geladen, als aktiv praktisch Block angesehen, heißt also, er wird wieder berechnet. Und in dem Moment, wo er aber als aktiv berechnet wird, wird praktisch geguckt, okay, wie lange war er inaktiv, was hätte in dieser Zeit alles passieren müssen, und das wird dann praktisch nachgeholt. Das heißt also, wenn man jetzt eine Weile lang in einem Block nicht drin war und dann reingeht, dann wächst praktisch das Gras mit einem Schlag. Aber ich habe so im Gefühl, ich habe noch nicht genau im Quellcode nachgeguckt, aber ich habe so bisher bemerkenderweise im Gefühl, dass es zwar etwas nachholt, aber nicht so schnell, wie es, wenn man die ganze Zeit drin gewesen wäre. Ist ja gut, ich sage schon gar nichts mehr. So, Fleisch kommt hier in die Nahrung. Nahrungsecke. Wobei, extra Nahrungsecke brauchen wir eigentlich gar nicht. Ist ja hier nicht etabil, wo wir hier 20.000 verschiedene Nahrungsdinger haben. Mehr Fleisch haben wir gar nicht. Oh, okay. Seht ihr, schon alles auf. So, Baumstämme habe ich noch nicht. Packe ich da unten mal rein. So, Baumwollsamen. Da rein, dann kommt in die richtige Baumwolle rein. Ja, komm, wollte ich eigentlich gar nicht, sondern das da rein, aber gut. So, Gras brauchen wir hier gar nicht drin, das ist Schwachsinn, das kann komplett weg. Das nehmen wir noch, das nehmen wir noch, wollen wir mal gucken. Hey, hatten wir nicht? Doch, haben wir. So. Ja, Saplings. Wollen wir Baumzeug? Haben wir noch gar nicht. Achso, haben wir hier extra. Gut, das heißt also, die Saplings nehmen wir auch extra. Packen wir einfach den... Ja, kommen einfach hier mal rein. Easy. No problemo. So, das ganze Gras. Das lasse ich unten in der Kramkiste. Das hier auch. Die Knochen auch. Und die Fackeln und so auch alles. Okay, der ganze Kladderadatsch bleibt alles komplett unten. Wisst ihr was? Eigentlich kann hier so Krempelzeug, also sowas wie... Ey, das kann alles hier oben bleiben. Aber das hier hinten, also das... halt, ne. Da. Das und das, das kann auch unten in die Kiste mit rein. Okay. Gut, dann einmal wieder. Okay. So schön. Da ist auch, wir haben keine Spitzhacke. Oh mein Gott. Schön, die haben wir gerade so genau aufgebraucht in der Höhle. Okay. Gut. Oh, wir haben noch eine. Wir haben noch eine Steinschaufel. So, und hier, beziehungsweise, damit ihr mal wisst, wie ich es immer anordne, habe ich jetzt hier meine Nahrung, also die Äpfel zum Beispiel, das war super intelligent, bitte immer noch da. Hier ist wie gesagt meine Spitzhacke und hier ist Zeug zum Hochbaggern, also zum Beispiel das hier. Bam, hier müsst ihr euch jetzt noch eine Spitzhacke vorstellen und das ist meine Standardanordnung, so habe ich es immer, wenn ich komplett... Ja, praktisch alles so habe, wie ich es mir angewöhnt habe. Genau in der Reihenfolge. Halt, nein, bitte so.
Dann würde ich mal sagen, für die Folge war es das erstmal. Hä, halt. Doch. Aus jetzt hier. So, und da würde ich mal sagen, haut sieht schön aus. Ich glaube, in der nächsten Folge hacke ich die beim auch nochmal ab. Die stören hier ein bisschen die Sicht. Wobei, nee, doch, geht tatsächlich. Nee, doch, die bleiben. Gut, würde ich mal sagen, ciao. Mit V.